Nee, wir müssen wieder gar außen rum, weil ich hab hier keinen Bock. Gott, ey, das dauert echt länger, als ich dachte. Also da 10 Folgen, die ich da anvisiert habe für alles, das ist ja echt wahnwitzig gewesen. Also da können wir ruhig nochmal 30, 40 Folgen hier einplanen, wenn ich hier den Fortschritt so sehe und wie viel uns noch fehlt. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order, Folge 62. Hier war das mal Schemli Migi sortiert. Weiter. Viel Spaß weiter mit dem Display und ja. Mal sehen. Junge! Why? Kumpel, hier rüber! Okay. Junge! Ey, der ist doch unfähig, oder? Der ist unfähig. Ui. Das. Elektrische Leitungen. Diese elektrischen Starkstromleitungen betrieben einst die Triebwerke des Venators. Da sie jeweils bis zu einer Gigatonne Energie erzeugen konnten, durften sie laut der Sicherheitsvorschriften während des Betriebs keine Lebewesen in der Nähe aufhalten. Ja, okay. Und das Ding läuft ja einfach noch. Super. Machen wir dann gleich. Hier ist ja noch was. Ah ja. Wow. Jemand hat sich hier vor Klonen versteckt. Bei einem Angriff. Ja, ich bin okay. Es sind einfach nur Erinnerungen. Versteckt? Jemand hat sich im Lüftungsschacht versteckt, als er vermutlich von Klonen verfolgt wurde. Ah. Ja. Das ist jetzt wieder so ein Auslöschungsmist. Dein Leben gehört mir, Jedi. Hattest du gehofft, du kannst mich treffen? Du wirst fallen. Zögerst dein Ende nur hinaus. Dein Leben. Hi, Junge. Und dann mache ich die ganze Zeit ausweichen. Das Kampfsystem ist echt wieder eine Last hier, ey. Es ist eine Last. Ja, guck mal, ich drücke die ganze Zeit Ausweichen-Knopf, ne? Was passiert? Nichts. Kämpfe gegen mich, Verräter. Mann, ey. Die ganze Zeit drücke ich dieses Ausweichen-Scheiß. Und wenn er in seiner Animation ist, kann ich keine Sachen drüberlegen, ne? Klar. Er kann es natürlich schon. Was ist der da schon wieder? Hatten wir den nicht schon mal geklatscht? Offenbar nicht. Wow. Ich werde nicht überleben. Ich werde nicht daneben schießen. Ich hab einen Fehler gemacht. Haltet ihn im Auge. Hey, bitte. Nein, das ist unfair. Was glaubst du? Das hättest du nicht tun sollen. So, den Kompaktor haben wir schon mal besiegt. So, und Brecher Hagorb auch besiegt. Da haben wir das jetzt auch endlich mal abgehakt, ey, nach so vielen Versuchen, denen wir denen hier begegnet sind, ey. Wahnsinn. Mann, ich freue mich.
So. Mir geht's nicht gut, Kumpel. Nein, das wollte ich nicht mehr auch. Ach, ein Stim verschwendet. Nice. Das ist schon sehr beeindruckend. Da unten ist noch was. Da gehen wir jetzt auch hoffentlich hin. Noch was, krass. Da unten muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Was verkackt? Ah, cool. Wo führt uns das jetzt hier hin? Ah. Würde ich gleich mal nehmen. Nein. Ich glaube, das hier müssen wir aber sowieso nehmen. Digga. Ah, manchmal, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wo waren das jetzt hier? Vielleicht kommt man dann da irgendwann nochmal hin. Okay, ich wollte nur mal gucken. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas übersehen. Da ist auf jeden Fall noch was. Komm mal hin. Los. Ja, da unten sieht es noch nicht so aus. Okay, wir machen erstmal weiter und dann gucken wir mal. Da hinten war auf jeden Fall noch ein großes Echo. Oh nee, Digga. Danke, dass du so schnell bist. Klar, dass es genau wieder angeht, wenn ich komme. Wow. Wir haben hier einen Aufständischen. Natürlich. Ich glaube, ich bin fertig. Ich krieg heute so wie alle erledigt. Weißt du schon wieder aus? Noch was zu scannen? Stamm von einem Lichtschwert. Interessant. Sehr interessant. Ey, dass es hier eiskalt noch so viel gab, ne? Ist doch krank. Müssen wir jetzt hoch oder runter? Unten nicht. Ich denke mal. Kurz an hoch. Hier ist alles nichts. Alles geht nach oben. Okay. Dann kommen wir da nicht hin, wo ich es schon gesehen hatte. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Dann. Ja, aber hier bin ich jetzt natürlich trotzdem erstmal gespannt. Frage ich mich, wie das passiert ist. Habe ich irgendwelche Zeichen übersehen? Auf die Klone? Ja, ich war wütend. Ich verstehe das Ganze immer noch nicht. Okay, wir ruhen uns mal aus. Haben wir wieder 6 Leben, das ist schön. Ich weiß, sie waren Opfer. Genau wie wir.
Fall noch sowas. Meisterin! Mars, du musst gehen. Sie suchen noch nach dir. Ich verlasse euch nicht. Wieder vereint. Hier kniete einmal eine Meisterin, die zu schwer verwundet war, um rasch voranzukommen. Sie hatte mehrere blutende Wunden, die sie erlitten hatte, als sie ihre verletzten Padawan beschützte. Sie drängte den Jungen zur Flucht, aber er wollte seine Meisterin nicht verlassen. Ja. Das wird hier immer schlimmer. Durch. Ja, zusammen schaffen wir das. Sollen wir auf die andere Seite kommen? Das kann interessant werden. Oh. Oh ja, okay. Hier bringt's mir aber nichts. Okay, wir werden mal überladen und dann mal gucken, ob sich da was ändert. Ah. Wir müssen über diese Lücke drüber. Aber ich glaube, die Energie muss anbleiben. Können wir den Konsolen den Saft abdrehen? Welchen Konsolen? Moment, wie geht das jetzt nämlich? Ah. Ah ja, schön. Das ist jetzt natürlich super. Muss man aber nur mal gucken. Hat es das jetzt unbedingt besser gemacht? Weiß nicht, vielleicht. Nicht gewollt. Ach so, naja, okay. Ja, ja, okay, ich hab's verstanden. Das Ding wieder rüber. Okay. Ach, Kacke. Sehr gut, Kumpel. Junge, was ist denn das? Was soll denn das jetzt hier schon wieder? Der schiebt das immer zu stark. Ach so, warte mal. Immer Probleme, die Rätsel zu lösen, wenn es um diese Technik geht. Immer. Ich weiß immer einfach nicht, dass man die hat. Ah, schön. Ach du Kacke, ey. Hab dich!
Ich lass mal machen. Ah, egal. Ja gut. Danke auf jeden Fall fürs Runterschießen, Kumpel. Oh, hier sind ja richtig viele Sachen. Willst du nachsehen? Ja, sehen wir es uns an. Ja, das machen wir auch gleich. Noch eine verschlossene Tür für dich. Oh, scheiße, da ist halt Lunge noch eine. Noch eine? Was? Immer präzise. Du findest immer gute Sachen. Perfekt. Ach, warte mal. Tut mir leid, Meisterin. Oh, Moment. Seine Meisterin starb bei ihm. Er hat sie bestmöglich beerdigt. Ein Scheiterhaufen war zu gefährlich. Jedi Grab. Hier ist eine Jedi-Meisterin gestorben. Sie wurde von ihrem Padawan in einem flachen Grab bestattet. Wenig später lag auch der Padawan seinen Wunden. Hm. Achso, aber das hier ist das, was wir gesehen haben, oder? Ja. Aber das Große. Wo ist das? Das war irgendwo oben. Wo wir nicht waren. Stört mich jetzt. Imperium. Bogano haben wir, Sefo haben wir, Datum ja auch. Wir haben ja Kashyyyk fehlt was, Haxianboot fehlt auch noch was. Und. Ach, gibt's echt keine Schnellreise? Das ist halt echt belastend, ne? Wow. Hier ist einfach nochmal ein Stimbehälter. Wow. Überpowered ein bisschen, wa? Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil du es auch bist. Tja, wie viele gibt's da eigentlich? Das ist ja mal mega geil jetzt. Wir sind da nochmal zurück, da war noch ein bisschen was. Drei Sachen müssen ja noch fehlen. Geil, 7 Stims, ey. Schön, das ist echt gut. Ja, okay, also da unten sehe ich auch erstmal gar nichts, ne? Wir haben erst 23 von 43 von den Dingern und 6 von 14, ey. Uff. Der Flügel haben wir eigentlich alles. Ne? Nicht alles bei 92%. Ne? Können wir überhaupt komplett zurückgehen hier oder geht das gar nicht? Nee, wir müssen wieder gar außen rum, weil ich hab hier keinen Bock. Gott, ey, das dauert echt länger, als ich dachte. Also da 10 Folgen, die ich da anvisiert habe für alles, das ist ja echt wahnwitzig gewesen. Also da können wir ruhig nochmal 30, 40 Folgen hier einplanen, wenn ich hier den Fortschritt so sehe und wie viel uns noch fehlt. Übertreib's doch. Ach komm. Naja, das hatten wir ja schon. Wo war das jetzt verdammt nochmal? Es muss da hoch, ja, okay. Aber da komme ich nur hin, ja, okay. Ach, komm. Ja, komm, Alter, ich weich halt wieder.
halt noch mehr rote, wa? Der haben wir den nicht geöffnet oder so? Wir haben den nicht mal geöffnet. Hier ist noch eine BD. Das ist jetzt interessant. Großartig. Spring rein, Kumpel. Komm raus, Kumpel. 24, okay, es sind nur solche hier, Alter. Jo, alle zu finden, Selavi, ey. Dann werde ich die Folgen irgendwann nur noch zusammen cutten, weil ich da keine Lust drauf habe. Zumal man hier keine Schnellreise machen kann. Mal hier rumzurennen oder so. Muss ja echt mal safe hier in diesem Kreis gucken. Ach, guck mal da. Ach. Das ist ja jetzt auch gut. Das war aber auch klar. Ja. Ey, man muss überall suchen. Das ist ja unfassbar. Hast du Spaß da drin? Und den Kreis nochmal durch. Ja, guck mal. Da sind nochmal zwei mehr. Das ist ja schön. Da oben blinkt auch noch was. Komm. Okay, BD. Was ist es? Wir müssen echt über alles Wasser untersuchen. Nee, das ist ja nur... Die Folge ist eigentlich gleich zu Ende. Es ist schon längst zu Ende, aber ich will das trotzdem noch kurz sehen. Ja, ja, komm. Können wir mal drauf verzichten gerade. Ich will nur noch kurz schon mal wieder reingehen. Wozu sind die Checkpoints eigentlich da? So, wir gehen kurz rein. Zum Checkpoint zurück. Wir sind halt überall eine Suche nach Kisten. Lässt sich wegen jedem kleinen Geblinke hier echt lässt man sich hier reinlegen, ne? Weil es einfach so krass ist, wie viel es gibt. Mehr als man glauben mag. Bestimmt. So, nochmal kurz. Da oben irgendwo war doch noch was. Da. Man sieht es sogar. Wir machen auch gleich Schluss hier, aber ich will nochmal kurz einen Punkt verteilen, dann da hochgehen und dann war es das jetzt aber auch. Ich wollte doch hier das hier machen, ne? Jo. Nice. Schöne Sache. Feier ich ab. So. Ich glaube, das ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Kann das sein? Das machen wir noch kurz. Ha, easy. Das machen wir jetzt auch noch. Meisterin, was ist mit Ihnen? Ich weiß nicht. Da war eine Übertragung. Oh. Ihr blutet.
Order 66 ausgeführt. Die Jedi-Generalin, die diesen Venator befehligt hatte, fand ihren Padawan orientierungslos und schwer verwundet. Drängten sie die Klone zurück, die einst ihre Freunde waren. Ja. Order 66. Das Problem ist, hier leuchtet nix und wieder nix, gar nix. Und hier sind noch drei Sachen offen. Es sind noch so viele Kisten, die wir noch finden. Und hier zeigt sich nirgendwo, wo noch irgendwas. 90% erkundet. Egal, wir machen jetzt aber endlich mal Schluss für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann irgendwie weiter. Da muss ich mal gucken. Vielleicht reisen wir auch erstmal woanders hin. Und müssen dann hier später nochmal vorbeigucken. Dann mit dem Internetführer. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.